Ich habe einem Oberligisten 1 Milliarde Euro gegeben und heute schauen wir uns an, wie weit es die Sportfreunde Siegen mit dieser kleinen Finanzspritze bringen können. Die Siegener spielen in der Oberliga Westfalen und sind schon in der ersten Saison Mitfavorit um den Aufstieg. In ihren Reihen finden sich ein Haufen guter Oberliga- bis mittelmäßiger Regionalligaspieler, doch das wird sich ändern, oder? Gibt der Verein das Geld für Spieler, Einrichtungen, Gehälter oder Mitarbeiter aus? Oder alles? Wird im Laufe der nächsten Jahre vielleicht sogar ein neues Stadion gebaut? Die erste Saison verlief überraschenderweise relativ ereignislos. Der Kontostand ist nochmal ein wenig größer geworden. Die Sportfreunde siegen 14 Mal in der Liga. Sorry, die musste ich einmal machen. Und werden am Ende 8. in der Meisterschaftsgruppe. Der nächste Sommer ist aber der erste, in dem der Vorstand so wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Zunächst wieder der Blick auf den Kontostand. Die Sportfreunde haben im zweiten Jahr 130 Millionen Euro ausgegeben. Ja, 130 Millionen. Doch wofür? Transfers sind es definitiv nicht, hier wurden nämlich nur ablösefreie Spieler verpflichtet. Gehälter? Der Topverdiener ist Justin Huber, er bekommt 66.000 Euro im Jahr. Ein Topgehalt für einen Oberligisten, aber die 130 Millionen, die finden wir dort nicht wieder. Unsere Antwort finden wir in den Einrichtungen. Zum Start des Experiments waren vor allem die Trainings- und Jugendeinrichtungen wirklich unterdurchschnittlich, jetzt sind sie im Grunde auf dem Niveau eines Zweitligisten. Die Sportfreunde investieren also lieber in Steine und damit in die Zukunft als in kurzfristigen Erfolg. Und dieses Konzept geht sogar jetzt schon auf sportlicher Ebene auf. Siegen steigt tatsächlich in die Regionalliga auf. Schauen wir mal, wie sie sich dort schlagen. Der Kontostand in 2024 hat sich nicht groß verändert. Ein Minus von 10 Millionen wäre natürlich für jeden anderen Regionalligisten existenzbedrohend, aber nicht für die Sportfreunde. Trainer Stefan Janssen ist weiterhin im Amt und schließt auf einem guten 13. Tabellenplatz ab. Es wurden nur bedingt Ablösesummen ausgegeben und auch bei den Einrichtungen hat sich im Grunde nichts getan. An einer Stelle hat sich aber was getan, wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Gehälter. Dort greifen die Siegner richtig tief ins Portemonnaie. Yannick Borgmann und Benedikt Kirsch werden zu den ersten Regionalliga-Millionären. Wahnsinn. Ein Neuzugang hat es übrigens tatsächlich in sich. Aaron Hunt lässt seine Karriere in Siegen ausklingen. Die Gehaltsausgaben schlagen sich dann auch in der Statistik der Regionalliga West nieder. Siegen kommt hier fast an die zweite von Dortmund heran. Rein in 2025. Kontocheck? Unverändert. Marc Wachs wird neuer Rekordtransfer. Die Sportfreunde bezahlen 86.000 Euro nach Essen. In puncto Gehaltsausgaben sind die Siegner nun Spitzenreiter. In der Liga nicht. Siegen wird Dritter und muss ein weiteres Jahr Regionalliga spielen. Zugegeben ist der Aufstieg in die dritte Liga kompliziert, gerade gegen die Zweitvertretung der Bundesligisten, aber mit den Ressourcen wird das sicherlich bald was werden. 2026. Leon Petö wird neuer Rekordtransfer und Yannick Borgmann konnte die nächste Gehaltserhöhung einstreichen. Er geht jetzt mit über 2,5 Millionen Euro pro Jahr nach Hause, zeigt dafür als Verteidiger aber auch ganz gute Leistung. Die Siegner zahlen damit mittlerweile über 10 Millionen Euro an Gehältern und werden aber erneut nur Dritter. Kleiner Funfact, das größte Talent des Vereins ist ein Deutscher namens Frodo. Einfach nur Frodo. 2027 und so langsam werde ich unruhig. Wo bleiben die spektakulären Ausgaben, abseits von Mondgehältern für Mittelklasse-Drittliga-Kicker? Es gibt erneut einen Rekordtransfer, Julen kommt. Ja, muss man selbst wissen. Die Einrichtungen sind auf unverändertem Niveau, der Kontostand ist allerdings um ca. 20 Millionen gesunken. Wohin das Geld gegangen ist? Ehrlich, keine Ahnung. Wir sind weiterhin bei 10 Millionen Euro für Gehälter, über einen 8. Tabellenplatz kommen die Siegner aber nicht hinaus. Übrigens, die Bayern setzen ihre Serie in der Bundesliga fort, da kommt mit Abstand keiner ran. Vielleicht hier in 10 bis 15 Jahren Siegen. Das Jahr 2028 ist erneut nicht der Rede wert. Keine großen Ausgaben, keine Transfers, nichts. Vierter in der Liga, Siegen stagniert und wirkt beinahe wie ein stinknormaler Regionalligist. 2029 und in diesem Jahr passiert was. Endlich! Es wird ordentlich Geld auf dem Transfermarkt ausgegeben. Insgesamt 275.000 Euro wechseln hier den Besitzer. Top-Transfer ist der äußerst aggressive Lennart. Außerdem werden einigermaßen große Summen für Ole Pohlmann und Sascha Gral bezahlt. 13 Millionen werden für Gehälter ausgegeben, die Einrichtungen bekommen ein leichtes Upgrade und die Sportfreunde steigen tatsächlich auf. Siegen hat nach einem extrem spannenden Saisonfinale die Nase vorn und sie spielen nächstes Jahr endlich dritte Liga. Jetzt geht's erst so richtig los. Das Konto ist mit 800 Millionen noch sehr gut gefüllt, man darf gespannt auf die Zukunft sein. Ab diesem Punkt machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Jetzt schicke ich euch erstmal zum nächsten Experiment. Was passieren würde, wenn die Bayern eine Saison lang einen Amateurkeeper zwischen den Pfosten stehen hätten? Das seht ihr in diesem Video. Bis dann.